Eisbärenstarke Grüße und herzlich willkommen zum F1 Manager 2023. Ich bin gehyped as fuck auf den neuen Teil. Ich habe in dem 22er Teil 160 Spielstunden gesammelt und hoffe, dass ich mindestens genauso viel im neuen Teil hinlege. Punkt. Das Ende. Verbesserte Renn-KI und bisschen mehr Managen, Boxencrew trainieren. Es sind einige neue Sachen und verbesserte Sachen dazugekommen. Ich freue mich riesig und ich freue mich riesig auf das Team, was ich leiten werde. Und das wird McLaren sein. Ich habe mich für McLaren entschieden. Ich wollte ein Mittelfeldteam haben und McLaren hat mir da am ehesten zugesagt. Sagen wir es mal so. Wenn sie jetzt zu stark sind, dann ist das so. Vielleicht machen wir noch eine Karriere mit einem schwächeren Team. Schwächeren Team? Schrecklicher Versprecher. Falls ihr Vorschläge habt auf YouTube, dann schreibt doch einmal in die Kommentare, was für ein Team ihr gerne sehen wollt in einer neuen Karriere. Und wir starten jetzt rein mit McLaren, mit den Fahrern Piastri. Warum ist Piastri Auto 1? Warte mal, halt, stopp. Okay, mit Piastri, Norris und Palou als Reservefahrer. Ich möchte in Team sehen. Hallo Nordi, genau das. Ich habe dich in Team gesagt, wie Teenager, sondern in Team. Genau das habe ich gesagt. Mit dir bin ich auch gerne in Team, Nordi. Wie geht's dir? Hi. So, fortfahren. So, ich bin Rompe und mir fiel der Name gerade eben ein, als ich auf den Stream gewartet habe. Wir machen Günther Steiner Konkurrenz, denn in die Formel 1 steigt ein Rompe Eiser. Ja. Erfahrener Manager. Ich würde jetzt Rückkehrer sagen. Achso, das ist Tutorial-Option. Ich denke mal, dass ich kein Tutorial brauche. Oder zeig mir mal, Zurückkehrende bekommen die neuen und geänderten Aspekte. War eine Rückkehrer. Die neuen Sachen lasse ich mir noch gerne mal erklären. Für die Leute auf YouTube, wir sind jetzt gerade frisch. Es ist runtergeladen. Erster Stream. Wir sind drin. Falls ihr auch mit dabei sein wollt, live. Link in der Videobeschreibung. Bestätigen. Müde, aber Dauerzustand. Fühle ich. Bei mir ist müde aktuell auch ein Dauerzustand, Nordi. Keine Sorge. Hi, ich bin Audrey, einer der Teamingenieure. Ich helfe dir gerne, während du dich mit den Abläufen vertraut machst und zeige dir, was es Neues gibt. Alright, es sieht aber noch relativ ähnlich aus. Wir haben hier die Events, die beiden Fahrer. Warum ist Piastri Auto 1? Ich verlange den Day-One-Patch. Warum? Hä, ihr könnt mir nicht erzählen, dass Lando Norris nicht der erste Fahrer in McLaren ist, sondern dass Piastri als Rookie der erste Fahrer ist. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hi Audrey, schön dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Alle hier bei McLaren freuen sich sehr, dich an Bord zu haben. Wir haben uns letzte Saison nicht allzu schlecht geschlagen. Aber wir wissen auch, dass wir es dieses Jahr besser machen können. Die Zeit drängt, also fangen wir an. Wäre geil, wenn ein F1-Manager einen Multiplayer hätte. Da bin ich absolut bei dir, Nordi. Auf meiner Wunschliste, die ich hatte für 23, wovon natürlich nicht alles reinkommen kann, ist klar, war halt, vielleicht kommt auf die Wunschliste für 24 Multiplayer, vielleicht sogar halt mit bis zu 5 Spielern, wo jeder ein Team managt, das wäre ziemlich sexy. Verbesserte Renn-KI haben wir dieses Spiel bekommen, mal gucken, wie gut die ist. Und My Team. Das sind die drei Sachen, die mir gerade einfallen von meiner Wunschliste. Ein My Team, also na gut, dann Multiplayer bis zu 6 Autos. Ein My-Team-Modus wäre halt, dass du ein eigenes Team erstellen kannst, wäre auch ziemlich, ziemlich geil. Mir wird es für 24 erstmal reichen, wenn My-Team mit dazu kommt. Und dann noch Quality of Life Changes und hast du nicht gesehen, ne? Aber ein Multiplayer mit bis zu 5 oder sogar 6 Leuten, wo dann jemand sogar ein eigenes Team erstellen kann, sagen wir mal bis zu 5 Leuten, wäre schon geil. Und wenn man dann noch als Sechster zuschauen könnte, das Rennen, so dass man halt in Realtime das hat. Und ich das casten könnte. Und ich von Captain Muckedies 5 Leute zusammenkriege, die das dann spielen. Alter, ich mach so ein Fantasy-Event da draus, aber wir haben keinen Multiplayer. Also erledigt sich das. Alright, haben wir denn wie im letzten Teil bei
Autos. Haben wir da... Dynamischen Teile werden nach jedem Rennwochenende geprüft. Wenn der Zustand eines Teils zu schlecht ist, fällt es durch und muss ausgetauscht werden. Wie viele Rennen ein aerodynamisches Teil durchhält, hängt von seiner Haltbarkeit ab, die in der Designphase bestimmt wird. Hey, die Haltbarkeit, da war ja was, ne? Die konnte man jetzt irgendwie beeinflussen bei der Entwicklung. Schauen wir mal. Chassis habe ich zwei... Moment, jetzt muss ich aber mal kurz... Ist das immer nur die neueste? Weil man konnte... Ah, okay, man muss erst... Okay. Austauschen... Beim letzten Teil hatte man noch eine Aufhängung, die man frisch einbauen konnte. Ich weiß nicht, ob das in dem Teil jetzt auch irgendwie ähnlich ist. Aha, siehst du? Genau das in Auto 2, bitte. Direkt Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin halt einfach ein Könner. So, genau, wir sind halt Kacke. So, dann gehen wir direkt in die Autoteilentwicklung rein. 4 Projekte können wir machen. Designforschung haben wir noch nicht. Wo sind wir denn richtig kacke? Das konnte man doch irgendwie richtig sehen oder geht das selbst erst im nächsten? Beim letzten Teil war das mit E, aber das wird mir jetzt noch nicht groß... Shut up and take my money! Ja, ich habe jetzt nicht 10 Euro mehr gezahlt, um das Spiel heute schon spielen zu können. Würde ich nie tun. Nein, nein, ich habe nicht 65 statt 55 Euro bezahlt. Mm-mm, habe ich nicht. Aber das erzählen wir keinem, ne? Ich mach mal einen neuen Frontflügel als erstes. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Und wir haben 5,4 und 14 Tage Zeitraum. Also 72 Stunden. Okay, nevermind. Einem werden gar nicht mehr die... Hier sind jetzt Haken. Haben die was zu beeinflussen, die Haken? Oder sind die einfach nur dafür da, zu sagen, ey, mittlere, okay. Es ist ein bisschen anders als im letzten Teil. Toleranz für schmutzige Luft. Wird jetzt einfach mal 5,4 ist die Hälfte, Moment. 5 ist 2,5. 2,7 wäre die Hälfte. Von 72 wäre 36 die Hälfte. Wird jetzt einfach schon mal für den Frontflügel die Hälfte reinhauen. Ein Gewicht und erhöhen das Gesamtgewicht des Autos. Das bedeutet Abstriche in bestimmten Leistungsbereichen eines Autos. Aber mein Gewicht, genau, erhöhen das Gesamtgewicht, das macht... Durchaus Sinn, ja. Aerodynamische Teile mit höherer Haltbarkeit haben eine längere Lebensdauer. Das macht Sinn. Aber solche Verbesserungen bedeuten auch ein höheres Gewicht. Das macht Sinn. Leichtere Autoteile halten für weniger Rennen und sind auf Dauer kostenintensiver. Das macht auch Sinn. Es gibt jetzt, glaube ich, auch Cost Gap in dem Spiel, ne? Das habe ich noch gar nicht gesehen. So, wo sind die haltbar? Ah, da, Mindestlaufdauer. 2600 Kilometer. Ah, ja. Guck mal. Aber dafür werden dann die Teile schlechter. Ich würde jetzt einfach mal plus 180 Kilometer einstellen. Bremskühlung können wir gerne ein bisschen runtergehen. Und dann würde ich den Rest erstmal so lassen. Warte mal, konnte man nicht? Ich konnte mir doch anschauen, was ich für... Nee, okay. Egal. Dann lasse ich den Rest auf Standard. Wie viele Ingenieure habe ich? Da kommt auf einmal die Hälfte rein. Wann ist das denn fertig? Ach hier, ach, da unten kann man das jetzt. Oh, ich habe nur noch 11 Tage bis Bahrain. Das ist ja doof. Fertigstellung 33 Tage. Es wäre nach Jeddah. Jeddah ist in 25 Tagen. Ich würde gerne eine intensive Forschung machen. Das wäre aber nach Jeddah fertig. Vor Melbourne. Ja, dann ist das so. Dann ist das halt erst zu Melbourne fertig. Dann müssen wir halt, ja, bestätigen. 4,8 Millionen, rein in den Lachs. So. Und was wir dazu noch machen, ist neue Seitenkästen. Da ballern wir den Rest rein. Jetzt erstmal ganz prophylaktisch. Ach ja, hier, Voreinstellungen gibt es ja auch noch. Aerodynamik, Rennleistung. Ich würde gerne auf Rennleistung gehen.
So, da ballern wir auch 5 rein. Ach, guck mal, das ist aber dann intensiv. Zur Erklärung, intensiv. Deine Ingenieure werden zusätzliche Stunden investieren, um diesen Entwurf zu optimieren. Die Kosten werden höher sein, aber dafür bekommst du einen größeren Autoteil-Know-how-Bonus und das wird zukünftige Entwürfe dieses Autos optimieren. Also, die nächsten Seitenkästen, die ich entwickle, werden noch besser. 25 Tage, das ist genau Jeddah. Schauen wir mal. Dann sind die nämlich genau zu Jeddah fertig. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Damit wir gehen auf Kreuzfahrt, bis der Vorhang fällt. Ich würde tatsächlich bei Piastri und Norris halt bleiben. Piastri eine 76, okay, schön. Moral ist hoch, 2 Jahre Vertragsdauer, Norris hat noch 3 Jahre. Also 2 Jahre sind wahrscheinlich diese Saison und die nächste. Und dann haben wir noch Palou, noch 9 Monate. 25-jähriger Spanier. Um sicherzustellen, dass dein Team sich wie gewünscht entwickelt, kannst du einen gezielten Entwicklungsplan für Fahrer erstellen. Ich kann was bitte? Hier kannst du festlegen, dass sich dein Personal auf bestimmte Entwicklungsbereiche konzentrieren soll. Oh. Oh. Ich kann bitte was? Alle Fahrer im Team haben eine Entwicklungsrate, die ihr Potenzial angibt, sich zu verbessern, ihre Rolle hineinzuwachsen. Im Laufe der Saison können sich die Attribute älterer Fahrer verschlechtern. Punkt. Je besser ihre Leistung ist, desto länger können sie das hinauszögern. Macht Sinn. Mitarbeitern kann ein bestimmter Entwicklungsfokus für ihr Training zugewiesen werden. Sie verbessern nur Attribute im Zusammenhang gewählten Entwicklungsfokus. Es gibt noch weitere Einflüsse auf die Entwicklung von Fahrern und Mitarbeitern. Bei allen hat ihre aktuelle Moral Einfluss auf die Entwicklung. Bei Fahrern spielt auch die Verbundenheit mit ihrem zugewiesenen Renningenieur eine Rolle. Macht Sinn. Fahrstandards. Kontrolle, Überholen, Abwehrreaktion. Ah ja, das ist nice. Das wollte ich jetzt gar nicht, weil ich wollte ihn eigentlich rausschmeißen. Aber schön zu wissen. Vertrag erneuern auf jeden Fall. So. Schön. Fahrervergleich. Nee, warte. Filter. Ich würde bitte gerne verhandlungsbereite Kandidaten sehen. Nur markierte nicht. Altersgruppe 16 bis 21. Durchschnittswertung ist mir erstmal egal. Meisterschaft ist mir jetzt auch erstmal egal. Scouting-Stufe. Achso. Raus, anwenden und zurück. So, dann möchte ich nach Alter sortieren und dann mal gucken, was hier so abgeht. Genau, Dennis Hauger war schon geil. Boucher war auch nice. Mit 19, eine 75. Der ist halt auf Piastri-Niveau, ne? Die Frage ist, aber es gibt keine 17-Jährigen. Donny Edgar. Roman Stanek. Frage ist, ob es sich lohnt, Boucher zu holen. Der ist jetzt bei Art... Na, komm. Art Grand Prix. Weil das Ding ist halt, wenn Piastri eine 76 hat und Norris ist halt auch noch relativ in den Anfängen. Ich hätte gern irgendwie einen 17-Jährigen oder so, den ich aufbauen kann, aber... Stanek. Wirst du noch 19? Wird Porsche noch 20? Ich würde gucken, ob ich Stanek... Ich spreche den aber wahrscheinlich komplett falsch aus. Holen kann, statt Palou. Vertragsbruch wären 500.000, die würde ich jetzt gerade zahlen. Ich würde dich gern für 3 Saisons haben. Beginn sofort. Lohn. Boah. Fangen wir beim niedrigsten an und gucken mal, was er sagt. Er möchte mehr Geld. Das war zu erwarten. Kann ich das jetzt ändern? Ah, hier kann ich das erst ändern. Ja, was nimmt denn so ein Palou für, also... du kriegst mal 25.000 Startbonus und kriegst dann 200.000 Lohn. Was sagst du zu dem Doppelten? Wahrscheinlich ist das zu viel. 25.000 ist okay, 200.000 ist immer noch zu wenig. Ich kann 350, doch kann ich machen, okay. Es geht aber schneller hoch. Dann machen wir 350.000. Aber dann kommen wir schon langsam hier in Gefilde, wo du mir zu teuer wirst, Kollege. Wie ist denn seine Moral noch mit mir zu verhandeln? Geduld niedrig.
Ey, komm, aber wenn du jetzt mehr als eine halbe Million willst, haben wir ein Problem miteinander. Reaktion negativ, ja. Das ist hier immer da. Komm, geh weg. Dann geh doch zu Mutti. Sag mal, was kriegt denn hier Palu? Was kriegt denn der an Gehalt? Kann ich das irgendwo sehen? War der hier Vertrag bestimmt, ne? Der kriegt eine Million? Ach so, Jahresgehalt, oder was? Ah, es ist das Jahresgehalt. Ach so. Der kriegt eine Million? Wir kriegen Norris. 14 Millionen. Gastri? 1,4 Millionen. Das würde einiges erklären. Ich denke mal, dass er dann Geduld niedrig. Ich würde es nochmal versuchen. In Anbetracht der neuen Entwicklungen würde ich dir 1.050.000 anbieten. Und kriegst nochmal 30.000 mehr. Was hältst du denn davon? Das müsste doch jetzt so in deinem Rahmen sein. Abbrechen, Kandidat wird Geduld finden. Gut. Bestätigen. Fortfahren. Haben wir Stanek jetzt bei uns? Der ist zumindest ein bisschen jünger als der Spanier, der gerade noch eben bei uns war. Der Palu war älter als Norris und Piastri als Reservefahrer. Nee, danke, dann hole ich mir da doch hier, ne? Und so. Genau, hallo Rompe. Ich freue mich, dir Roman Stanek als unseren neuen Fahrer vorstellen zu dürfen. Und findest du einen Link zum Profil mit dem Vertrag? Ich bin unsicher, unser Neuzugang brennt schon darauf, im Cockpit zu setzen. Heißt mir im Team doch herzlich willkommen. Achso, ich dachte, ich kann jetzt sagen, herzlich willkommen. Okay, dann nicht. Erster Tag. Hi Rompe, willkommen bei McLaren. Wir freuen uns sehr, dich an Bord zu haben. Und sind mehr als bereit für die Saison unter deiner Führung. Da du gerade erst im Team gestoßen bist, wollte ich dich wissen lassen, dass unsere Sponsorenverpflichtungen für diese Saison bereits ausgehandelt wurden. Wenn wir zu Beginn der Saison Sponsorenverträge aushandeln, bieten wir unsererseits bestimmte Verpflichtungen an, wie Medienauftritte, ja, hochachtungsvoll, ja, ist klar. Gut, soweit nichts Spannendes. Dann ist, glaube ich, würde ich noch ein bisschen Geld ausgeben wollen für, schauen wir mal, auch alles noch relativ gleich. Es würde 8 Millionen, wie viel haben wir noch? 17. Ich würde auf jeden Fall was in... Na, Scouting noch nicht. Moral der Fahrer klingt gut. Wöchentliche Entwicklung klingt auch gut. Teamzentrale baller ich mal eine Entwicklung rein. Rennsimulator kostet mich 4,9. Ballern wir auch. Und dann schauen wir mal. Entwicklungstempo wäre, ne, glaube ich, nicht verkehrt. Ich würde aber erstmal, glaube ich, Designzentrum gehen wollen. Oh, okay, never mind. Simulator kann ich nicht. Ich könnte hier Abtrieb, Luftwiderstand, Bremskühlung, Front. Oder Abtrieb, Motorkühlung, DAS, Delta, Bremskühlung. Würde mich aber 8 kosten. Ah, haben wir noch 2 Millionen als Puffer. Immer. Und die würde ich dann auch erstmal als Puffer behalten. Sonst noch irgendwas für den Anfang? Ja, das ist ja eigentlich erstmal noch relativ egal. Da haben wir, glaube ich, alles Wichtige für den Anfang schon mal vorbereitet. Ich finde es aber schön, dass sie relativ gleich geblieben sind, was das Design angeht. Aber sieht schon schicker aus. Wichtiges Personal. Tom Stellert. Ach ja, genau, warte mal. Wie gut seid ihr denn? William Joseph? Tom Stellert. Nee, ist in Ordnung, alles klar. Technische Leiter, gar kein Gesicht. Okay, die Aufhängung ist ab. Ah ja, lol. Wir sollten vielleicht auch eine Aufhängung für Piastri erstellen, ne? Machen mal 3 Stück. Fertigstellung in 24 Tagen, 15 Tage. Machen mal 2 Notfall. Oh, scheiße. Was, ich hätte einen Notfall. Und dann machen wir noch 2 Aufhängungen normal. Das kostet mich dann nur 600.000. So. Weil dann haben wir für Auto 2, nicht für Auto 2, für Auto 1, das ist Piastri, haben wir dann nämlich noch eine der 9 Aufhängungen. So, haben wir schon mal die erste Verbesserung für beide Autos auf der ersten Strecke in Bahrain. Letztes Jahr haben wir zugesehen, wie Red Bull die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen und Max Verstappen einen Sieg in der Fahrermeisterschaft eingesteckt hat. Die Teams sind bereit für eine weitere spannende Saison. Achso.
Die Teams sind bereit für eine weitere spannende Saison. Macht euch bereit für Drama, Kampfgeist und Rivalitäten. Es ist unmöglich zu wissen, wer diesmal gewinnt. Aber eines ist sicher, es wird eines der besten Jahre der Formula One überhaupt. Kontaktperson Sandra Maddock. Okay, ich bin so mit dem Atem auch schon. Weiter geht's. Letztes Mal hat man, glaube ich, früher angefangen, wenn ich mir sicher bin. Falls ich mir sicher bin. Da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit. Da konnte man zu Bahrain, glaube ich, schon einen Teil entwickeln. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. So, Fahrerentwicklungsupdate. Ach ja, stimmt. Das wurde, Dings wollte ich hier noch einstellen. Oh, das machen die jetzt selber. Im letzten Teil konnte man das doch beeinflussen. Ach ja, kann man jetzt auch. Aber das haben die geändert, ja. Genau, das haben die ja geändert. Piastri, du bist Reibungslosigkeit nicht so gut. Reibungslosigkeit. Wo haben wir denn Reibungslosigkeit? Wäre Tempo, lange Fahrten. Rennstrategie. Wäre Überholen. Anpassung, Reaktion. Ich glaube, Rennstrategie klingt gut. Reibungslosigkeit. Ja, komm. Fokus auf Rennstrategie, mein lieber Piastri. Oscar. Lando. Was ist denn bei dir? Ist Genauigkeit so ein Problem, ne? Bei dir ist Genauigkeit ein Problem. Wo haben wir denn Genauigkeit bei? Genauigkeit wäre bei nasse Strecke. Das macht Sinn. Anpassung auch. Glaube ich, das Einzige. Ne, Genauigkeit ist auch hier mit bei. Tempo kurze Fahrten. Dann machen wir Tempo kurze Fahrten. Das ist Anpassung bei Bremsenkurvengeschwindigkeit auch. Nasses Wetter würde auch Sinn machen, aber... Oh Gott, Reibungslosigkeit. Anpassung, Überholen, Abwehr. Überholen, Abwehr. Anpassung, Überholen und Abwehr ist nicht in einem mit dabei, ne? Reibungslosigkeit. Machen wir bei Stanek, machen wir auch mal Rennstrategie. Klingt doch gut. Boxencrew-Entwicklung. Boxencrew ist ein wichtiger Teil. Das ist neu. Ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit können einen großen Unterschied beim Rennen machen. Zwischen den Rennen kann die Boxencrew im Hauptquartier trainieren, um sich zu verbessern. Der Entwicklungsplan der Boxencrew konzentriert sich auf ein ausgeglichenes Training. Aber du kannst sie auch anweisen, sich auf einen Bereich zu konzentrieren. Mhm. Die Boxencrew ist ständig dabei zu trainieren. Du kannst den Trainingsplan des Teams im Kalender ansehen und die Trainingseinheiten auf den Tag genau anpassen. Okay. Denke nur daran, dass die Aufgabe der Boxencrew und damit auch ihr Training körperlich anstrengend ist. Dadurch können sie erschöpft werden und mehr Fehler machen. Das macht Sinn, ja. Denk daran, dass das Team mit den meisten schnellsten Boxenstopps am Ende der Saison die DHL Fastest Pitstop-Wertung gewinnt. Du kannst ruhig DHL sagen. Wenn du mit dem Trainingsplan für die Boxencrew zufrieden bist, bestätige ihn. Okay, was können wir denn hier Fehlerboxenstopp können wir trainieren. Boxenstoppzeit können wir trainieren. Dann wird er über die Fehlerwahrscheinlichkeit steigen. Autokonstruktion, dann wird die Fehlerwahrscheinlichkeit nicht so stark. Reifen lockern, Reifen neue Reifen angebracht, Festschrauben. Müdigkeitsabbau brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Boxenstoppzeit. Fehlender Boxenstopp sagen. Fehlerboxenstopp. Da können wir nur gewinnen. Boxenstoppzeit plus 0,00. Also wenn wir das machen, da können wir nur gewinnen. Machen wir das erstmal. Reduzieren wir erstmal die Fehler. Sportdirektor ist gut. Im Gange und dann können wir dann die Entwicklung sehen. Okay. Ach, das war. Ne, Ingenieurteam ist was anderes. Boxencrew. Saisonleistung. Ah, da sieht man dann. Boxenstopp-Saisondurchschnitt. Oh! Okay, das ist interessant. Da kannst du richtig tief reingehen. Geil. Okay, da kannst du wirklich, wenn du mit Mercedes kennst, gucken, okay, Mercedes, wo wurden die besser? Wo können wir besser werden? Wie können wir das machen? Oh, das ist geil. Nice, gefällt mir. Okay, haben wir jetzt erstmal gemacht. Das ist eine der neuen Sachen mit dem Boxencrew trainieren. Da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Aber bisher bin ich ziemlich hyped. So, Rennvorbereitung läuft noch, glaube ich, wie im letzten Spiel, oder? Erreiche Q2, schnellste Runde werde ich eh nicht. Was ist denn hier? Anzahl der Fahrer 2, Qualifying-Platzierung 15. Nach 5 Mal erfüllen am Stück kriege ich dann 2 Millionen. Nice.
Ach, hier unten ist bearbeiten. Ich könnte Q3, weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, dass beide Fahrer mindestens 15er werden. Das sind halt safe 170.000. Zielplatzierung. Ein Fahrer kommt bestimmt unter die ersten 14. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beide Autos kaputt. Cut. Beide Autos kaputt. Glückssträhne würde ich auch noch mit reinmachen. Ich würde nochmal nach 5 mal ein Fahrer Platz 15 nochmal 1 Million. Dann würde ich in 5 Rennen, wenn wir halt mit beiden wenn wir mit beiden Fahrern in den nächsten 5 Rennen halt mindestens 15er werden, kriegen wir 3 Millionen. Ne? Das ist schon fett. So. Müssen halt einfach nur nicht unter 15 landen. Das ist doch machbar. Schauen wir mal, gehen wir zum Rennwochenende.